Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, es hat sich ja wieder etwas getan. Seit circa einer Woche, also heute vor einer Woche, habe ich mit meinem Sohn oben vom Speicher zweimal Antennenkabel nach unten gelegt zum Balkon. Ja, und den Rest konnte ich dann wieder alleine. Ich habe dann PL-Stecker angelötet, die Kupplung dazwischen gemacht. Also, wir reden jetzt, wo habe ich sie denn? Damit keine Missverständnisse auftauchen. Hä? Habe ich da keine mehr? Eigentlich an für sich hätte ich dafür noch eine haben müssen. Ja, aber ich finde sie jetzt nicht. Naja, aber ihr wisst, denke ich mal, welche Kupplung ich meine, oder habe ich jetzt hier in meinen. In meinen Dingen drin. Nö, da ist sie auch nicht drin. Naja, ich denke mal, ihr wisst, welche ich meine. Und zwar PL-Buchse auf PL-Buchse, wo man dann die beiden PL-Stecker mit verbinden kann. Ja, genau. Und jetzt sind meine Antennen ja oben auf dem Speicher. Und nicht mehr auf dem Balkon. Ja gut, auf dem Balkon sind jetzt nur eine. Beziehungsweise zwei Antennen, einmal die Möbius Klingeldraht-Loop-Antenne, die ich mal für den Empfang gebaut habe. Seitdem hier die Magnetic-Loop-Antenne steht, musste die Möbius ja auch schon vorher ein bisschen weichen. Aber da kommt die auch weg, die werde ich wohl auch nach oben tun, so als Empfangsantenne, sage ich mal. Ich habe ja eh am Anfang noch nicht so viele Antennen, die ich zum Senden benutzen kann für CB, für Kurzwelle. Das wäre ja jetzt eigentlich nur die Bumerang. Dann habe ich ja noch eine Langdrahtantenne, die ich eventuell benutzen könnte. Ja, und die Möbius dann erst am Anfang erstmal, wenn sie oben ist. Ja. Und ich habe gedacht, ja, mal wieder so ein kleines Realtalk-Video ist ja auch nicht schlecht, ne? Wo es einfach mal so um alles Mögliche geht. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Die Antennen sind vom Balkon verschwunden, also die Bumerang jetzt und die T2LT. Und ja, ach komm, ich würde sagen, nach dem Intro, wenn ihr Interesse habt, bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. So, ihr wisst ja, dass meine Antennen vom Balkon weggezogen sind. Zumindest die, die auch schon mal meine Kurzvideos gucken, die Shorts. Ja, also auf der Balkon habe ich zwar jetzt momentan eine Antenne, die ist zwar jetzt nicht angeschlossen, aber ja komm, ich zeige euch den Balkon nochmal. So, die einzige Antenne, die man jetzt hier sieht, ist die Möbius Klingeldraht Loop Antenne, die ich mal für den Empfang gebaut habe. Ja, ich denke mal, die werde ich auch erstmal nach oben irgendwann tun. Aber ja, das ist die einzige Antenne, die jetzt noch hier auf der Seite ist. Da hinten ist der Mast. Da liegt meine T2LT, die ich dann hier und da schon mal ausziehe. Ja, wenn wir jetzt nach da gucken, ist jetzt nur noch die T2LT-Antenne, die ich im Rohr eingebaut habe. Man erkennt sie ja hier an der Spule. Ja, und das Antennenkabel geht jetzt hier nach da oben zum Dach. So, wir sind jetzt hier auf dem Dach und ich habe hier die Antenne nochmal abgebaut und nach vorne gelegt. Das ist jetzt die T2LT-Antenne.
die vorher immer auf dem Balkon hingen, am Dach. Die war ja erst vorne da hinten in der Ecke. Ja, aber ich habe gedacht, die muss weiter nach vorne. Und jetzt hat so ungefähr so die Position, wie sie unten auf dem Balkon auch ungefähr war. So, weiter da hinten sieht man jetzt hier die Bumerang, wo der Abstrahler noch hier in meinen weiteren Kellerraum reingeht. Ja, der Strahler geht bis nach oben hin. Ja, schauen wir mal. So, was wir jetzt hier noch sehen, weiß nicht, kann man das sehen? Ja, hier neben ist ein Draht gespannt. Das geht jetzt hier einmal, also es geht insgesamt zweimal hin und her. Einmal hier oben, da. Hier sind Installationsrohr und da geht es zum zweiten Mal. Ja, und das geht jetzt hier einmal komplett über das ganze Dach. Wir sehen hier immer noch hier den ersten Draht, hier den zweiten Draht. Oh, das geht immer weiter. So, hier hing damals die Fernsehantenne, die ich abgemacht habe. Hier geht der Draht immer noch hier oben her, über diese jetzt drei Installationsrohre und hier der andere. So, und hier und da endet der Draht. Das werde ich jetzt umändern. Ich werde oben den Draht abmachen, werde den hier verbinden, dass das quasi eins ist wieder. Und hinten ist er zusammen, da werde ich den öffnen und da werde ich dann den PL-Stecker dran machen. Ja, und somit hätte ich dann eine schöne Langdrahtantenne noch. Ja, man weiß ja nicht, wofür man so eine gebrauchen kann. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall jetzt das erste Antennen unterm Dach Video. Ja, einfach mal so, just for fun, als Real-Talk-Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hier oben, wie gesagt, habe ich dann vor, noch mehr Antennen hinzumachen, die ich dann über diesen Antennenumschalter per Funk steuern möchte. Ja, weil ich schon vorhatte, ne? Habe ich ja schon ein Video darüber gemacht. Funktionieren sollte es auch. Das haben mir also auch andere OMs bestätigt. Sollte kein Problem sein, auch die von der Reichweite her. Und ja, ich denke mal, so wird es gemacht. Ja, mal schauen, was ich hier noch so machen kann. Dann hatte ich auch noch mit dem Gedanken gespielt, die T2LT, die jetzt im Rohr ist, noch aufs Dach oben rauszumachen. Was dann quasi die hier ablösen soll. Gut, die würde ich dann zwar noch immer dran lassen, aber ja, so könnte man auf jeden Fall gucken. So, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben noch mal kurz auf den Balkon geguckt, dann bin ich mit euch oben auf dem Speicher gewesen, konnte euch da mal die Antennen zeigen. Ob die jetzt ewig so bleiben, kann ich natürlich auch noch nicht sagen, aber erstmal auf jeden Fall, ich muss ja auch mal ausprobieren und ja, das dauert seine Zeit, ne? Da wir ja nicht mehr so wie in den 70er Jahren CB-Funker haben ohne Ende, ne? Da man sich sogar noch um freie Frequenzen oder so streiten muss, nein. Das ist ja alles nicht mehr der Fall. Heutzutage lässt man das Gerät scannen und ja, irgendwann hört man mal jemand. Aber naja, das ist auf jeden Fall auch Glückssache und nicht mehr so wie früher. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr magt und mich noch nicht abonniert habt, weil ich habe gemerkt, so circa 80% meiner Zuschauer haben mich noch nicht mal abonniert. Davon könnte ich eigentlich auch mal ein Video machen, würde ich sagen, oder? Ja, ich mache das einfach mal. Vielleicht ändert sich ja dann noch was. Ja gut, wie gesagt, wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ansonsten gebt das Video einen Daumen nach oben, wenn euch gefallen hat. Wenn nicht, dann eben den Daumen nach unten. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Ich meine, ihr sollten natürlich auch, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall nett sein, nett geschrieben sein, ne? Und nicht, ey du, deine Videos sind aber echt scheiße und ja, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, über nette Kommentare freue ich mich natürlich immer, wenn die natürlich noch was bringen auch. Und ja, ansonsten
Wie gesagt, ich bin nicht der Perfekte, ich will auch gar nicht der Perfekte sein. Ich denke mal, ihr wollt auch nicht unbedingt einen Perfekten haben, sondern ihr akzeptiert meine Fehler, die ich so mache, weil keiner wird perfekt sein und ja. Es gibt hier und da mit Sicherheit auch welche Sachen, wo man drüber lachen kann und dann ist ja gerade das Schöne, wenn man nicht perfekt ist, wo dann mal Fehler beikommen, wo man sich dann drüber amüsieren kann. Ja, aber so bin ich nun mal halt und ich will mich auch nicht ändern davon ab. Gut, ich sag bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.